Oh, hier sind wir wieder und es gibt was Neues. Wieder bei Splatoon 3. Herzlich willkommen erstmal bei dieser Affenhitze. Es ist wirklich sehr heiß. Wir haben jetzt gerade noch 30 Grad, aber ich nehme trotzdem auf, weil natürlich Splatoon darf nicht, man darf sich bei Splatoon nicht hindern lassen. Denn es gibt ein nächstes Splatfest und die Ankündigung, Moment, ich rutsche mal ein bisschen auf die Seite, damit ihr auch alles lesen könnt und sehen könnt, ist nämlich das Thema, was ist das Thema? Momentchen, die Info kommt gerade erst rein. Das Thema lautet, jetzt wird es wirklich interessant. Jawohl, jetzt sag schon. Oder willst du alleine feiern? Ja, wir präsentieren das offizielle Thema des Splatfestes ist... Bam! Welche Eissorte ist am leckersten? Vanille, Erdbeer oder Minzschokolade? Ja, Vanille, Erdbeer oder Minzschokolade? Ja, darum geht's heute. Drum, hört. Dann hätten wir den ersten Kandidaten, nämlich Vanille. Und dann kommt auch noch Erdbeer. Fruchtig, fröhlich und frisch. Und als drittes die elegante Minzschoko. Das sind drei tolle Eissorten eigentlich. Da kann man sich ja nie und nimmer entscheiden. Und ich bin ganz ehrlich, ich mag auch alle drei Eissorten. Am liebsten alle auf einmal in einem Becher mit Sahne und Karamellsoße drüber. Vielleicht noch ein paar Walnüsse. Ja, Kipp, Eis kommt später. Jetzt wird erstmal geguckt. Säuerlich, süß und super zart. Na, genau wie wir drei. Ei. Wer braucht schon Trios von Aromen? Wer an Eis denkt, denkt zuerst an Vanille. Das stimmt allerdings. Vanilleeis ist eigentlich, ich glaube, das ist sogar das beliebteste. Die beliebteste Eissorte kann das sein. Vanille ist das Eis, das alles einfach kann, objektiv gesprochen. Das stimmt. Also Vanilleeis ist in den Milchshakes drin, jedenfalls in den Original-Milchshakes. Man kann Vanilleeis auch zu, ich esse zum Beispiel Vanilleeis sehr gern zu Apfelkuchen. Aber Pfefferminz Eis ist eben süß, aber hat auch, aber eher diskret, ja. Was? Pfefferminz Eis schmeckt wie Zahnpasta? Ja, das verbiete ich mir, wie Zahnpasta, dass ich nicht blubbere. Blubbere. Mein Taro, der ist wirklich klasse. Minz-Zahnpasta ist übrigens viel feiner als der Rest, wie zum Beispiel Eukalyptus. Gibt eigentlich Eukalyptus-Eis und es gibt es bestimmt auch irgendwo. Vanille-Eis ist nicht... Ja, jetzt ist schon wieder die Schrift vorbei. Wir streiten hier um Vanille-Erdbeer oder Minzschokolade. Ja, liebe Zuschauer, ihr könnt hier mal Stopp drücken und in die Kommentare schreiben, was ist euer Lieblingseis? Vanille, Erdbeer, Minze oder vielleicht ein ganz anderes oder alle drei oder esst ihr gar kein Eis? Das schreit ja geradezu danach, ein extra Video über Eiscreme zu machen. Da gibt es nämlich wirklich richtig lustige Funfacts und auch lustige Eissorten. Vor allem in der, ich meine, größten Eisdiele der Welt in Florenz. Natürlich in Italien, weil da ist ja das Speiseeis, so wie wir es kennen, meine ich, auch erfunden worden. Aus Schnee und Honigsirup haben die alten Römer das schön zusammengemischt und haben das dann gegessen. So, jetzt... Aber ran ans Werk. Ich habe mich natürlich schon lange entschieden. Es ist nämlich meine persönliche absolute Lieblingseissorte. Es gibt leider keine blaue Eissorte hier im Spiel. Deswegen hätte ich mich für was Blaues entschieden. Ich glaube Blaubeer oder so. Kaugummi-Eiscreme ist auch blau. Oh, Kaugummi-Eiscreme ist natürlich auch ultra lecker. Aber wir entscheiden uns. Ja, natürlich will ich zuerst ein Foto machen. Ihr kennt mich ja, noch habe ich die Gasmaske auf. Das wird sich aber gleich ändern. Die Gasmaskenstaffel ist nämlich vorerst abgeschlossen. Und Keep Splat will mal wieder was anderes aufsetzen. Aber zuvor möchte ich ein Foto machen. Jetzt, das ist es so, ich bin natürlich kein Anfänger, was die Steuerung angeht. Aber die Steuerung ist auch kein Anfänger. Das bedeutet, die ist schon ein bisschen älter und die klackert und rackelt und ruckelt hier irgendwie rum. Aber es geht. Und ich lasse natürlich die Sandalen lasse ich an, weil es ist einfach viel zu warm für Gummistiefel oder für lange Hosen oder so. Und natürlich auch zu warm für die Gasmaske. Aber erst mal ein paar Fotos. Die Fotos seht ihr dann auf Twitter.
Kip Supernova. Ganz einfach. Ach, übrigens, apropos, bevor ich zu Twitter komme, wollen wir uns erst die Eissorte aussuchen. Also, ja, Vanille, Erdbeer, Pfefferminz. Es ist ganz klar, es ist Pfefferminz. Ich mag, wie gesagt, ich liebe alle Eissorten, wo man jetzt hier gerade sieht. Aber Pfefferminz, seit ich vor, ich glaube, das ist jetzt schon gut 20 Jahre her, ein Vanilla-Ninja oder eine Ninja, seit ich vor, ich glaube, 20 Jahre, also schon her, diesen After-Eight-Becher beim Italiener hatte. Oh, das hat mich wirklich umgehauen. Also Pfefferminz-Eis ist wirklich, es ist wirklich mein absolutes Lieblingseis. Und das ist ein Muss bei Splatoon. Nicht nur, um Mantaro mal ein bisschen hier zu unterstützen, sondern auch, weil ich es einfach liebe. So, ich will natürlich die Fliegerbrille, die Goggles, jetzt rattert hier wieder rum. Fliegerbrille. Ja, diese Steuerung, die macht mich ganz kirre. Nicht die Ninja-Maske. Ja. So, dann möchte ich natürlich gleich mein Splatshirt. Es gibt eine neue Kopfbedeckung. Und ein neues. Ah, dieses gelbe Shirt ist neu. Und auch diese grüne Jacke da unten. Die will ich natürlich auch bald anziehen. Hier. Die habe ich mir nicht extra bestellt. Aber das Splatshirt ist jetzt erstmal, weil ab heute beginnt das Training fürs Splatfest. Und ich werde natürlich öfters spielen. Oh, es ist auch ein neuer Emote. Ja. Der neue Emote. Ja, ihr seht schon, es. Ja, der hier. Ja, der ist cool. Es ist immer noch nicht mein absoluter Lieblingswunsch-Emote, den ich gerne hätte. Dieser über den Schulterblick. Aber ja, man kann nicht meckern. Man muss sich eben hocharbeiten. So, während ich hoch in die Arena laufe, erzähle ich euch geschwind was über Twitter. Und zwar, wenn ihr auf meine Webseiten geht, egal ob kipsupernova.de oder planetbarb.space, gerne da mal vorbeischauen. Da ist ja eine Twitter-Feed-Einbindung. Und da steht keine Tweets im Moment. Das ist natürlich Quatsch. Natürlich ist auf Twitter viel los. Aber aus irgendeinem Grund funktioniert diese Einbindung nicht mehr. Die funktioniert übrigens auch auf Tumblr nicht mehr. Wer meinen Tumblr-Blog kennt, kipslaboratory.com oder Punkt. Ich werde die Links sind unten in der Videobeschreibung. Da gerne reingucken. Da sind nämlich lange Texte von mir drin. Wer aber nicht keine Lust hat zu lesen, mache ich als meinen Blog-Text mache ich auch immer wieder Videos. Da funktioniert die Einbindung auch nicht. Liegt es daran, dass Twitter irgendwas geändert hat oder dürfen jetzt nur noch verifizierte Konten oder. Es ist schlimm. Es ist wirklich schlimm. Ich möchte auch, wenn es für den europäischen Raum bzw. für Deutschland dann freigeschaltet wird, auf jeden Fall Threads ausprobieren. Das ist ja die Facebook-Antwort, also die Antwort von Meta. Und Mark Zuckerberg persönlich auf Twitter, weil ja viele mit Twitter unzufrieden sind, eingeschlossen. Ja, es ist, bisher merke ich es nur eben dass diese Einbindung nicht mehr funktioniert. Ich denke mal, es liegt daran, dass man jetzt verifiziert sein muss. Deswegen wird die Twitter-Einbindung nach und nach von meinen Webseiten verschwinden, weil das irritiert ja nur die Leute. So. Aber jetzt gehen wir rein, Runde 1 mit unserem Splatshirt. Ich sehe sehr viele gelbe Splatshirts. Das heißt, das Team Vanille ist sehr omnipräsent momentan. Und wir schießen hier mit Brombeermarmelade. Wunderbar. Ach, herrlich. Wunderbar, herrlich. So. Oh, meine Wetter-App sagt gerade, Temperatur fällt. Ja, das wollen wir ja hoffen. Vielleicht gibt es ja dann erfrischende 25 Grad oder so. Morgen soll es nochmal, glaube ich, 35 bis 36 Grad geben. Und dann sollen Gewitter folgen. Also bin ich mal gespannt, wenn es dann ordentlich donnert. Ja, ich bin von der kräftigen Vitaminbombe weggebombt worden. Ja, Vitamine sind wichtig, müssen auch mal sein, ja. Und das ist hier dann. So, ich habe überlegt, ich würde gerne jeden Tag ein Splatoon-Video machen, wie ich so trainiere. Nicht irritieren lassen, das läuft dann alles unter dem in dem Format planlos in Splatville. Weil ich eben ziemlich planlos bin. Ich würde mich schon als Splatoon-Experte sein. Oh, Doppelkick.
Kill, jawohl, auf den Highhammer ist eben Palast und Fungus hat es jetzt auch weggesplattet. Bitteschön. Würde ich mich schon bezeichnen, aber ich bin eben nicht sehr ein sehr begabter Spieler. Aber bei Splatoon ist so ein Spiel, wo ich sage, dabei sein ist alles gut. Ich hatte auch schon enorme Wutausbrüche, wenn etwas nicht geklappt hat, wenn ich zum Beispiel auf einen Gegner geschossen habe und den einfach nicht wegsplatten konnte und mich splatten sie mit einem Schuss weg oder so. Aber es geht ja um den Spaß. Ja, für die Snipers oder was das war. Fungus. Fungus kommt mir bekannt vor. Irgendjemand heißt auch Fungus. Ist das was von Harry Potter? Oder ist Fungus, das ist ein Pilz? Was hat das irgendwie... Mir kommt das irgendwie bekannt vor. Fungus kommt mir irgendwie bekannt vor, den Namen. Ich weiß momentan nicht, wo ich ihn hinstecken soll. Fungus. Ja, hier ist ordentlich was los. Und dieser Grünton, den mag ich irgendwie. Ja, Fungus hat es auf uns abgesehen. Diesen Grünton mag ich irgendwie. Schleimbad. Ja, auf meinem Heimatplaneten, Planet Koba oder... Ja, Barb nicht. Planet Koba. Da ist nämlich Schleim und Jellybad ist da natürlich Teil der Kultur. So ähnlich wie in Schweden. Die Sauna. Ich meine, es ist in Schweden, gibt sogar bei Burger King Sauna. So, die letzten 30 Sekunden laufen, 20 Sekunden. Sieht gut aus, ich will noch 1000 erreichen. Und ja, weil nämlich Kobex Aliens durch die Haut atmen, deswegen habe ich auch keine Nase, also meine Nase sucht zu vergeblich. Weil die Vorfahren der Kobex Amphibienwesen waren. So, 2, 1 und... Ende. So, win or lose. Also, ich wollte ja die Animation umstellen. Dass die mal flüssiger läuft. Ja, jetzt lassen wir erstmal unsere neue Animation hier laufen. So, und unsere neue... Ja, jetzt. Gescorched. Jawoll. Erstes Spiel mit dem neuen Splatshirt im Splatfest Training. Ein eindeutiger Sieg. Ja, und weiter geht's. Nein, nicht beenden. Weiter geht's. Apropos Koba, dass die erste Story, die erste Supernova Story ist fertig. Aufmerksame Twitter-Leser von mir haben es bestimmt mitbekommen, aber auch auf Facebook, auf Instagram habe ich es auch gleich weiter erzählt, dass der erste Science-Fiction-Roman unter dem Namen Keep Supernova ist endlich fertig. Aber er ist natürlich noch im Rohzustand. Er muss jetzt gegengelesen werden und formatiert werden. Und am Cover arbeite ich auch schon. Und ich hoffe, dass ich ihn im Herbst dann drucken und verkaufen. Vermarkten kann. Also, wer dann in den Buchladen geht, fragt am besten nach Werken von Kipsu. Supernova. Sorry, ich habe Energy Drink getrunken. So, es geht weiter. Diesmal haben wir die Lieblingsfarbe Blau. So muss es sein. Und Fungus hat uns weggebrutzelt. Salmonidenarzt ändert mich ja nicht. Was man mal sagen. Ach, nö. Ein oder mehrere Spieler haben mal wieder gekniffen. Haben den Kampf verlassen. Gut, sind vielleicht auch disconnected bei der Hitze. Da funktioniert vielleicht das Internet auch wieder nicht richtig. Ah, toll. So, oh, momentan 30 Grad. Was mir gut gefallen würde, wäre in so einem Video oder auch in einem Stream so die aktuelle Temperatur und das aktuelle Wetter einblenden. Gibt es so etwas, dass man sowas einblenden lassen kann? Das würde mir irgendwie gefallen. Nur mal gucken. Ich habe ja so eine App, wo man das Wetter auf anderen Planeten sieht. Zum Beispiel auf dem Mars. Das wäre toll, wenn man so etwas in einem Video oder einem Stream so einbieten könnte. Das ist so ohne Worte. Ja, da steht dann irgendwie die Temperatur und das Wetter und ob Halb- oder Vollmond oder wie oder was. Ja, das wäre toll. Solche Spielereien eben. Oh je, ein Splat King ist mal in unserem Team. Na, der muss doch jetzt erst drauf. Kenny Buddy. Heißt ihm, wie kann man Buddy mit Nachnamen heißen? Also ich kenne Buddy als Vornamen. Buddy Love. Aber nicht den Body, den Körper, sondern Buddy. Ja. Wenn Buddy Love jetzt nichts sagt, einfach mal googeln.
Ich finde aber die Version mit Jerry Lewis besser wie die mit Eddie Murphy, aber das ist Geschmackssache. So, aber mehr verrate ich nicht. So, es ist Team Orangensaft gegen Team Blau. Ah, Orangensaft gegen Fenstergutsmittel. Platsch. Ja. Von der eigenen Lieblingsfarbe weggeplatscht. Von Toshi. Toshi. Es gibt ja auch noch Hoshi. Hoshi war Besatzungsmitglied bei der Enterprise, bei Star Trek Enterprise, und ist in einem Paralleluniversum, im Spieluniversum, die Imperatorin. So, jetzt. Spoiler, 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 ja. Wer das Video bis hierher geguckt hat, kann ja mal dann sagen, ob er Star Trek-Fan ist oder nicht. Ich bin's und bleib's wahrscheinlich mein Leben lang. Und du haust mich natürlich von meinem Hai runter. Das war ja klar. Aber noch mit dem Kleckser. Och nee. Von einem Anfänger. Von einem Anfänger mit einer Anfängerwaffe vom Haihammer runtergekleckst. Na, runtergeschossen. Och nee. So, Toshi kriegen wir. Kriegen wir Toshi? Was meint ihr? Der wartet da auf uns noch. Jawohl. Toshi und Dingens erledigt. Die anderen gar nicht gesehen. Ein Doppelkill war das. Wildcat. Ja, Wildcat. Das ist ja so, ich würde jetzt sagen, bestimmt ein Mädel, aber man weiß eben gar nicht mehr, was ich aber auch nicht schlimm finde. Ich finde es absolut nicht schlimm. Also ich habe, ich kenne männliche Spieler, die haben weibliche Charaktere und umgekehrt. Manche ist es völlig egal, manche haben ihr eigenes Geschlecht. Ich habe halt gern mein eigenes Geschlecht. Gut, ich spiele eh sowieso gerne die, lieber, oder sehr gerne die männlichen Charaktere. Gefällt mir persönlich eben besser, es ist aber Geschmackssache, ist eben so. Aber ich finde es ganz in Ordnung, wenn man einfach nicht weiß, weil klar, wenn man einen weiblichen Charakter sieht, dann sagt man, der erste Gedanke ist, ah, das kann ja bloß ein Mädchen sein, weiß man, muss aber nicht so sein. Aber ich finde es nicht schlimm, dass Wildcat mich zum zweiten Mal von meinem Hai runtergeschossen hat. Aber ich finde es echt nicht schlimm. Also ich muss gar nicht wissen, wer da jetzt in Wirklichkeit dahinter ist. Das ist völlig egal. Es ist ein Spiel. Und Ziel deines Spiels ist es ja ein bisschen der. Und zum dritten Mal vom Haihammer runtergeschossen. Wieder von Toshi. Toll. Dankeschön. Ich glaube, das ist ein Lose. Ich glaube, ja, eindeutig. Jetzt braucht die Animation 3. Und jetzt geht sie gar nicht mehr. Doch. Ich muss das mit den Win- und Lose-Animationen dringendst mal überarbeiten. So. Ja, zweite Runde war ein... War leider Niederlage, also die echte zweite Runde, die zählt ja nicht. Das heißt 1:1 für den Gegner. So, und gleich geht's weiter. Bitte bleibt dran. So, wir sind immer noch im Training. Ja, es ist so, dass die Capture Card immer die Spiele so aufzeichnet. Also nicht im Ganzen, sondern immer so in Teile aufteilt. Wahrscheinlich, dass die Dateien nicht so groß werden oder irgendwie, keine Ahnung, jedenfalls ist da eine Unterbrechung drin. Vielleicht habe ich eine Werbeunterbrechung jetzt gerade reingeschnitten. Vielleicht aber auch nicht. Ich weiß es noch nicht. Vielleicht lasse ich es auch einfach so. So, oh, Bertie ist in unserem Team. Wildcat ist in unserem Team. Jawohl. Dann können wir ja nur gewinnen. Aber Toshi ist im Gegnerteam. Und es ist kein Anfänger. Er hat nicht noch eine andere Waffe. Oh, wir haben unsere Pfefferminzfarbe. Ich denke mal, das ist dann die Farbe, wo wir dann am Splatfest mit Splat dürfen. Denke ich mal. Weil das ist nämlich Pfefferminzgrün, oder? Ja, würde ich auch sagen. Also Es ist eine schöne Farbe zum Splatten. So, der Haihammer muss hier in... Oh, diese Steuerung... Aber ich denke, er war gerade in Aktion, der Haihammer. War schön, ne? Ich habe mal das Menü gesehen. Und ja, ich habe auch Uno. Das mit Uno, das ist eine ganz eigene Geschichte. Über die möchte ich momentan nicht sprechen.
Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wollt ihr die UNO-Geschichte hören? Wenn ja, dann erzähle ich sie, aber wenn nicht, dann eben nicht. Aber nee, ich muss da jetzt nicht drüber sprechen. UNO hat schon viele Freundschaften zerstört. das Spiel, das einfach am Prinzip von Mau Mau basiert. Ja. Aber wir sind jetzt nicht bei UNO und auch nicht bei der NATO, sondern wir sind in Splatoon, unserem Lieblingsspiel, wahrscheinlich meinem Lieblingsspiel für alle Zeiten, nach Ori. Ori, ja. Werde ich versuchen, mal wieder. Habe ich das schon erwähnt im letzten Video? Weiß gar nicht mehr. Ich habe vor, mal wieder Ori zu spielen und werde mir dafür eine Steuerung. Also ich werde nicht mit Maus und Tastatur spielen, sondern mir wurde empfohlen, das mal mit Steuerung zu versuchen. So ein Steuerpad. Ich habe ein Steuerpad, aber das ist kein Xbox-Steuerpad, sondern es ist so ein, ja, so ein Allerwelts-Steuerpad, wo die Steuerung nicht, die Tasten nicht so an das Spiel irgendwie angepasst sind. Das funktioniert irgendwie nicht richtig. Und ich steuere so an, wenn Splatfest vorbei ist, dass ich dann mal wieder Ori spiele. Ein Teil von mir will streamen, ein Teil von mir will es aufnehmen und in Kapitel aufteilen. Ich weiß noch nicht, wie ich es mache. Ich weiß nur, dass ich es wieder spielen möchte und ich werde keinen extra Kanal für ein Spielgenre jetzt aufmachen, wo das dann passt. Das kommt dann einfach alles hier, weil sonst verliert man irgendwie einen Überblick. Also das, nee, muss nicht sein. Und wenn natürlich They Are Here in der Vollversion raus ist, also dieses Alien-Spiel, das möchte ich auf jeden Fall dann spielen. Also das kommt auf jeden Fall. So, noch 20 Sekunden. Und hoffen wir, dass es kein Reinfall wird wie Gollum. Wobei, die Demo-Version von They Are Here war ja ganz solide. Ich meine, Flappo hat das gespielt. Ich muss mal nachgucken. Und dann sage ich im nächsten Video Bescheid. So, jetzt habe ich nicht aufgepasst. Ich war so im Flow drin, aber das sieht nach einem Sieg aus. Ja. Wunderbar. Gut, wir hatten auch Wildcat im Team. Oh, Gretel hat aber auch eine coole Pose, aber unsere Pose ist auch nicht schlecht, oder? Die ist auch nicht schlecht. Die kommt auf Thumbnail. So. Oh, ich sehe gerade, die Temperatur ist gesunken auf 29 Grad. Leute, ich glaube, wir müssen uns einen Pulli anziehen. Gleich wird es hier richtig kühl. Ja, das ist das Blatt. Das ist die Pfefferminzfarbe, die wir haben. Sehr schön. So, machen wir noch eine Zusatzrunde. Ich denke schon. Wir machen noch eine Zusatzrunde. Also, drei Spiele haben wir gespielt. Zwei davon haben wir gewonnen. Aber eine Zusatzrunde noch. Und dann wird jeden Tag ein Trainingsvideo kommen. Wir können uns dann auch zwischendurch die Spinde wieder angucken. Die wechseln ja immer wieder mal durch und können uns die Spinde angucken. Ich kümmere mich um meinen Spind irgendwie fast überhaupt nicht, weil ich halt hauptsächlich hier spiele. Story Mode ist noch, steht noch auf dem Plan. Und zwar von allen drei Splatoons. Ja, ich bin da, was den Story-Modus angeht, bin ich sehr nachlässig. Und Splatoon 1 habe ich hier nicht durchgespielt, Splatoon 2 habe ich nie angefangen. Und bei 3 hier jetzt auch noch nicht. So, Toshi, bitteschön, die Späterrache für den Highhammer. Jetzt hat der Highhammer die erwischt, ja? Und jetzt dringen wir vor in die Basis des Gegners, aber der Splatregen macht uns einen Strich durch die Rechnung. Luzif. Wenn ihr diese Schluckgeräusche hört, ich muss immer wieder was trinken. Ich trinke gerade Crazy Wolf. Das ist ein Energy Drink. Den habe ich auf der Euroforums entdeckt. Bei einem Panel. Ich glaube, das war dieses Giganto-Panel, wo man so King Kong und Godzilla spielen durfte und Häuser zertrampeln durfte. Aus Karton natürlich. So, Luzif, der Highhammer hat dich erwischt. Und da habe ich das entdeckt und der ist richtig günstig. Da kostet die Dose irgendwie 30 Cent oder so. Und das war richtig gut. Also ich muss hier ständig was trinken. Kenny Body. Kenny Körper. Schön. Und also nicht wundern. Also ich muss hier was trinken.
Ein Energy Drink, der wo Supernova heißt, das wäre ja mal was. Mir wurde ja mal gesagt, ich wäre sowas, ich wäre ein Energiemonster. Das stimmt auch, ja. Also ich liebe ja Energy Drinks und alles, wo Koffein drin ist, aber Leute, das ist nicht gesund. Deswegen, ich muss mich da schon richtig zurückhalten, was das angeht, weil, wie gesagt, ist nicht gesund, aber in Maßen ist es nicht verkehrt. So, jetzt sind wir, warum sind wir jetzt hier bei Energy Drinks gelandet? Na, egal. Nee, nicht Supernova. Der Energy Drink muss natürlich Dunkle Planet Cola heißen. Stimmt, das ist das nächste, wo ich rausbringe. Eine Dunkle Planet Cola. Ja, natürlich. So. Ah, ich glaube, es sieht gut aus. Mich nicht runterschießen vom Hai. Hammer. Jawohl, jetzt hier mutig vorrücken. Ja. Ich treffe natürlich nichts. Wer hat mich erwischt? Der Kenny natürlich. Der Kenny, der 24-Stunden-Kader. Das ist ein Kader, der ist 24 Stunden lang ein Kader. Der ist 7 Tage die Woche. Das will uns heißen. Das muss man erstmal fertig bringen. Ja gut, das ist bestimmt ein schöner Beruf. Da versteckt sich doch bestimmt jemand. Einer. Manchmal sind es immer dieselben, die mich wegsplatten wollen. Die verstecken sich dann. Und ich laufe natürlich in die Paarbombe rein. Aber jetzt ist zu spät. Win oder lose? Oh, sieht nach einem Win aus. Ja, das sieht nach einem Win aus. Ja! Jawohl! Sehr schön. Das sieht gut aus. Jawohl. Cool. Und natürlich wieder ein Foto für Twitter. Ich fotografiere übrigens nur die Siegerfotos natürlich. Die Sieger. Es gibt ja jetzt nur noch Sieger. Gruppenbilder und vorher war es ja so, dass die Sieger haben ein Siegerbild bekommen, die Verlierer haben halt das, also haben ihr Team als Loser-Team, als Verlierer-Team-Foto dann bekommen. Jetzt sieht man ja nur noch die Sieger und das ist natürlich schon ein bisschen bitter, wenn man dann die nur die Sieger sieht. Ich weiß nicht, was ich davon handeln soll. Also die in Anführungszeichen Loser-Bilder, die haben mir auch immer gefallen. Oh, man kann auch in die Pflanzen hier reinstehen. Da muss ich mal ein Foto machen. Ich liebe es ja, Fotos zu machen hier. Das ist ja wirklich grün. Pfefferminzgrün. Mitten in der Botanik. Jawohl. So. Ja, Leute. Das war's für heute. Ihr seht, hier wird ja schon fürs Splatfest aufgebaut. Ich glaube, ich erzähle überall Vanilla. Oh. Diese Jacke haben wir ja schon, habe ich ja schon. Das ist ein Octoling übrigens, gell? Das ist cool. Aber diese Schuhe bräuchte ich vielleicht noch. Ja, ich bestelle mir diese Schuhe. Ja. Und dann kann ich, ich werde mir dieses Outfit dann zulegen. Wenn entweder das Splatfest vorbei ist oder wenn es dann wieder ein bisschen kühler ist, dann, ja, wegen der Jacke. Da hinten auch wieder Team Vanilla. Ich glaube, Vanilla ist in der Überzahl. Toll. Ich habe vergessen, was ich jetzt sagen wollte. Ach, egal. So, ich renne jetzt hier noch ein bisschen rum. Wie gesagt, ich versuche jetzt jeden Tag ein Splatoon-Video zu machen. Und am kommenden Wochenende, wie gesagt, für alle, die es noch nicht wissen, ich kann leider nicht von der Switch aus streamen, sondern nur aufzeichnen und dann im Nachhinein kommentieren. Das ist ein bisschen doof. Das gefällt mir ehrlich gesagt überhaupt nicht. Ich würde gerne mal ein Splatfest streamen. So ein 12-Stunden-Splatfest-Stream. Aber es geht leider momentan nicht. Aber wie gesagt, ich bin dabei, mich da technisch... Da steht auch Team Vanilla. Vanilla. Ich sehe es schon kommen. Vanilla wird auch gewinnen. Aber egal. Dabei sein ist alles. So, ich wünsche euch was. Keep Supernova over and out.